Herzlich willkommen zu einem klitzekleinen neuen Projekt auf meinem Kanal. Freunde, wir spielen heute eine Runde Think Again. Und das spielen wir nicht nur heute, das spielen wir auf jeden Fall mindestens die nächsten 14 Tage. Denn das hier wird ein kleines Urlaubsprojekt, bei dem ich mir eigentlich vor ein paar Wochen schon überlegt hatte, bringst du das als Let's Play? Aber da habe ich mir gedacht, hey, die Urlaubszeit steht bevor und ist immer gut, ein bisschen was auf Reserve zu haben. So, wo ist mein Mauszeiger? Da. Das Spiel ist ein bisschen, ja, jetzt nicht unbedingt super krass umfangreich, aber in seiner Komplexität dann doch irgendwie eine schöne Sache. Wir sind Piraten und Piratenleben ist immer gut. Und es vereint so ein paar kleine Genres, es hat so ein bisschen Roleplay-Elemente mit Würfeln und Erfolg und Misserfolg. Zumindest in Dungeons, dann gibt's noch Schiff und Seefahrt, die irgendwie in Echtzeit abgespielt wird und man hat dann noch so ein bisschen Trading, also Handeln und Kram und sowas drin. Dazu werden wir aber jetzt dann im Laufe des Spiels mehr sehen. Es gibt einen Haufen Missionen, da können wir auf jeden Fall einiges machen. Und ich würde aber ganz easy sagen, wir fangen vorne an und im Spiel selbst erklärt sich dann das meiste sowieso. Ne? Das heißt, wir starten mal hier Mr. Monopoly. Start with Sharky. Was? Enemy Pirates? Okay, ein bisschen weniger. Okay, Unknown Pirates. Ach, hier können wir die Stärke einstellen. Mit, nee, wir spielen auf normal, ne? Das Spiel ist Rook-like und das heißt, wenn wir sterben, fangen wir wieder von vorne an. Wir nehmen die Standard-Items, die oben angegeben sind. Man kann sich das auch noch ein bisschen schwieriger machen, indem man jetzt diese Start-Items zum Beispiel ausstellt. Hier jetzt in der Szene, wenn man boardet zum Beispiel beim Boarding und bei Dungeons hat man so ein bisschen rundenbasierten Kampf. Ne? Jetzt hier starten wir aber erstmal auf Tortuga. Und als allererstes brauchen wir eine Crew und einen Captain. Und das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die Taverne und tavernen ein bisschen. Boah, ein Affe. Alter, guck mal hier, Sniper. Hier sieht man dann, was für eine Klasse das ist. Das hier ist ein Voodoo-Zauberer, der kann halt ein bisschen Buff machen. Der ist ein bisschen intelligenter. Das ist gut bei, wenn man Schlösser knacken will von Kisten oder so. Oder bei Fallen finden in Räumen und so. Da kann das von Vorteil sein. Dann hätten wir hier Pinky, die ist Fernkämpferin. Vielleicht möchte ich eine Fernkämpferin haben, ich weiß es aber noch nicht hier. Mad Dog ist auch schon Level 3, warum ist Pinky eigentlich? The Dancer, oh guck mal hier, The Dancer. Einer der erste Pirat kostet immer nichts, was kann der denn? Der ist auch Fernkampf. Ein Fernkampfaffe mit 2 Intellekt, okay. Pinky hat 3 Intellekt, warum hat der... Der hat hier keine Defense-Würfel. Der braucht 3, um einen Defense-Move zu schaffen. Wenn hier jetzt Faces steht, dann heißt es immer, wie viel, ne, die Würfel haben kein Bild und ein Bild auf manchen Seiten und das sehen wir dann aber auch gleich noch, was passiert. So, wir haben 2 Slots jetzt im Moment. Ich würde sagen, wir nehmen Mad Dog, ich meine, der heißt James Mad Dog, ne. 2, 5, 15, der hat 1, 1, okay, was hat er denn hier? Der ist plus 1 Pachyderm. Was heißt das? Weiß ich nicht. Ah, okay. Der ist aber schon auf Level 3. Mad Dog hat 5 Speed, das heißt, er kann viel laufen. Das ist immer gut eigentlich. 2 Stärke plus 1 Level Bonus. Ja, ich würde sagen, aber ich weiß jetzt schon, alle werden... Wenn ich jetzt fragen würde, so wenn es jetzt normales Let's Play wäre und ich hätte vorher gefragt, nehmen wir den Affen, hättet ihr gesagt, wir nehmen den Affen. Ich kenne euch mittlerweile. Und natürlich nehmen wir den Affen. Jetzt ist nur die große Frage, ich meine, Fernkampfaffen, hallo. Jetzt ist nur die große Frage, wollen wir den Mad Dog haben? Oder den hier? Der ist halt ein bisschen konzentrierter, der ist ein bisschen ausgeglichener, ne? Okay, ich würde sagen, wir nehmen den hier, damit es auch mal losgeht. Und den Affen. 240 bezahlt für den Affen. Okay, sehr gut. Geile Crew, sehe ich jetzt schon. Der Voodoo-Prinz und der Affenkönig. So, dann hier gibt es zum Beispiel einen Markt. Hier können wir Dinge kaufen. Ja. Wenn der Fall nach unten ist, ist das immer ein guter Preis. Ja. Und hier können wir Sachen verkaufen. Im Schiff ist jetzt gar nichts drin. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, hier, wir kaufen, ne, ich kaufe aber erstmal keinen Kakao, wir brauchen nämlich noch Waffen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in den Store und schauen mal, ob wir für unseren Fernkampfaffen was Feines kaufen können. Guck mal, da hätten wir zum Beispiel für den
Fernkampfaffen, er hat keine Spezialeffekte, kostet 160, aber ist egal. Der Iceman, Alter. Transferieren wir direkt zum Iceman. Für Melee Attack, Defense Dice, wer hat denn, wie sehen denn die Werte hier aus? Wie viel Defense hat denn der Bro hier? Wenig Resistance hat er. Und Defense ist er auch ziemlich kacke. Okay, der findet mehr Gold in Schatzkisten mit dem Amulett. Aber ich würde sagen, der kriegt einen... Moment, wieso kann ich den nur... Personal... Achso, to equip. So, dann kriegt er ein bisschen noch einen Defense-Würfel mit oben drauf. Eine Schaufel, würde ich sagen, packen wir mal ins Schiff-Inventar, falls wir unterwegs Schätze finden. Enemy Poison. Okay, only for Voodooists. Ist, das... Oh, das Hexensäckchen hier für den Voodoo-Mann wäre gar nicht schlecht, ne? Das kostet aber 500. Wie viel Geld haben wir denn noch? Da. Ach komm, nehmen wir mal mit für den Voodoo-Mann und geben dem das direkt. So. Das haben wir jetzt im Store. Jetzt gehen wir nochmal zur Voodoo-Hexe, weil die hat Waffen für Voodoo-Menschen. Beziehungsweise auch noch Ausrüstung und Kram. Voodoo of Bloodlust. Es gibt 2 Stärke für Verbündete und gibt -2 gegen Gegner. 3 Turns hält das an. Okay, das gibt weniger Intellekt für Gegner, aber ich würde sagen, wir nehmen das hier erstmal als Hauptwaffe, oder? Warte mal, Slot Main Weapon und das ist Additional Weapon, also 2. 4 Speed für Allies und okay, würde ich sagen, geben wir hier dem... Sniper ist sein Spitzname, ne? So, machen wir das auch mal zu Sniper. Hier können wir jetzt dann, hier Magic Items and Brews. Hier können wir jetzt den, Reset any of your pirate's traits. Okay. Achso, da kannst du dann die, die haben ja immer noch so, Merkmale. So, hier haben wir ein Shipyard, da können wir jetzt gerade eh nicht viel machen. Wir könnten höchstens noch ein Upgrade kaufen für extra Kanonen. Wollen wir noch mehr Kanonen haben? Ne, dann habe ich kein Geld mehr für Handel oder so, notfalls. Hier ist der Schiff-Shop. Ship for Sale. Dirty Harry. Schöne Fregatte. Und hier ist eine Brigantine. Okay, Shipyard. Das können wir jetzt nicht kaufen. Wir haben einen kleinen Sharky. Die Disappointment. Ja, das ist ein praktischer Name. Hier haben wir noch einen Pet Shop. Jetzt müssen wir aber erstmal hier ins Registrieroffice gehen. Und zwar Lights up the Rune. Bonus applies to all crew members. Das ist auch nicht schlecht. Und ein Stärke für alle crew member. Das hier gibt ein Stärke auf alle crew member, wenn wir ihn als Captain wählen. Aber ich denke, wir nehmen den Affenkapitän. Der Affenkapitän. The Iceman. Larko O'Neill. Richtig cooler Name für einen Affen. So, unser Affenkapitän. Das ist ja wunderbar, Leute. Ich habe direkt einen Affenkapitän. So, hier gibt's Queste. Buenos dias, Pirates. Yes, you. Come to me, kid. Be kind. You are free. I have a job for an adventurer like you. Er hat einen Job für uns. Oh, yes. Where are my manners? Wo sind denn meine Manieren? So. Ich muss mich also vorstellen, Marco Carlos, I'm a very famous merchant from Spain. Okay, und was... For the past few years, I have been writing a scientific paper on political economy, but the people of your class are unlikely to understand something about this. Okay, In general, this is the case. In Spain, I'm selling powder. Also, er verkauft Puder, ja? Ja, ja, gut, ich hoffe, er meint damit Gunpowder. Aber der Kapitalismus, ist natürlich mies drauf und, das Business muss irgendwie Competitive Environment, also hier, ne, Ellbogenumgebung. So, hier in der Karibik, die Gesetze sind nicht so, sind nicht so harsch, ne? Okay. Wollen wir vielleicht seinem Business beitreten? Okay. Look, every town in the Caribbean has a market. All you have to do is to buy powder from each market in each town until the last unit. Alles, oder was? Then powder will become... Okay, okay. It doesn't matter to me at all what you would
do with a purchased product. The best option is to throw it into the ocean. I bring powder from Spain anyway, okay? In order to warm up your interest in your business, I will give you 2,000 of gold in advance, but do not waste it all at once, okay? Alles klar. Und wenn das alles geklappt hat, dann verspreche ich dir was. Boah, gib mir das größte Schiff der Karibik. 4 Master? Okay. Akzeptieren. 16 Units. Gibt's hier schon Powder? Powder. Ich meine, das ist ja hier noch relativ günstig, ne? Aber hier gibt's immer noch einen Powder. Wir könnten jetzt alles verkaufen. Okay, 12 Units. Was hat er gesagt? Wir sollen ihn ins Wasser schmeißen? Okay, das Wetter wird schlechter, Leute. Aber wir haben alles gemacht. Wir haben einen Captain eingeschrieben. Ohne Captain geht's halt nicht los. So. Das war jetzt erstmal so Part 1 der Einführung in das Spiel. Wir haben richtig beschissenes Wetter. Cargo-Menü. Kann ich... Okay. Das hier findet alles in Echtzeit statt. Hier kann man kämpfen. Wir haben jetzt gerade 2 kleine Kanonen auf Q und E. Links und rechts. 30 Kugeln. Kanonen sind am Start. Reload Time 5 Seconds. Okay. 30 Meter ungefähr Entfernung schaffen die. Reichweite meine ich. So, okay, dann markiere ich mir erstmal hier eine Insel und wir fahren erstmal dahin ganz locker. Und kann ich jetzt hier Cargo? Okay, er hat gesagt, ich soll alles über Bord werfen, oder? Okay, das sind Piratenjäger da hinten, Ladies First. Ich bin hier aber nur mit meinem kleinen Sharky unterwegs. Sammelt der das gerade ein? Corona! Das sind Corona-Trader! Okay, die muss ich angreifen, oder? Wir müssen Corona irgendwie vernichten. Na los! Ich komme da nicht mehr dran an die Idioten. Au! Okay, shit. Wenn unser Schiff sinkt, sind wir übrigens am Arsch. Also so richtig. Das heißt, ich versuche mal schnell zu fliehen. Da ist irgendwie eine coole Insel. Vielleicht sollten wir uns da erstmal breit machen. So, enter the town. 12 Units. Market. Was gibt's denn hier Feines? Oh, die würden mir voll viel geben dafür, aber hey, was soll's. Die verkaufen hier günstig. Ja, komm, nehmen wir davon ein bisschen mit hier. Was ist das? Kakao? Okay, hier können wir eh nichts machen, großartig. Ich wollte nur mal fliehen. Weil der hätte uns nämlich ordentlich den Schädel weggeblowt jetzt. Gehen wir zuerst mal auf die Map und schauen mal, ob es hier irgendwo ein Dungeon oder sowas gibt. Ich würde sagen, wir fahren da runter. Dann haben wir direkt in Episode 1 alles gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Nee, wisst ihr nicht. Ihr habt es ja noch gar nicht gesehen. Aber es ist wirklich wieder so eine hübsche kleine Perle, die da draußen versteckt in den Gefilden des Internets ist. Die See ya later. Piraten! Hey Leute, ich habe echt nicht so viel an Bord. Ich habe 2 Mal Kakao oder so, ey. Wow. Alter, warum ist das auf einmal? Holy Country of Happiness. Okay, cool. Hier gibt's einen Dungeon. Ich würde sagen, wir entern mal den Dungeon. Und dann haben wir nämlich hier alles mit drin. So, jetzt kommt's nämlich. Da sind die Würfel geflogen. Hier unten sehen wir hier, Sniper hat 13 Movement Points gewürfelt. Und jetzt gibt es halt so ein paar lustige Kleinigkeiten, die man hier beachten kann. Ne? So, also hier gibt es jetzt mehrere Türen, wo wir überall theoretisch drankommen. Und hier ist erstmal nichts. Ne? Gut, das heißt, wir gehen. Solange hier Licht ist, ist alles noch gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter. Direkt zentral hinein. So, ich öffne direkt die Tür. Oh nein, und da steht direkt ein Gegner. Da steht direkt ein Gegner. Was ist das für ein Dude? Okay, Ex-Kapitän.
Captain Stanley Pinky Wolf. Oh nein, ey. Und der hat krasses Zeug. Okay, das heißt, ich versuche den erstmal zu schwächen. Obwohl, beziehungsweise... Was hat das Ding hier für eine Reichweite? Es würde gehen, theoretisch, ne? Ich würfel mal. Er würfelt jetzt dann auch. Und er hat einen. Ich hatte 6 Faces. Das heißt, er kriegt erstmal ordentlich. So. Jetzt der Affe. 10 Steps gerollt. Der Affe hat nicht so viel Verteidigung. Das heißt, ich marschiere erstmal dahin, weil ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt treffen kann. Ah, ich hätte... Achso, Sniper kann sich jetzt natürlich auch nicht mehr bewegen. Okay. Das ist echt blöd. Ich hoffe, er würfelt schlecht. Oh, der würfelt schrittmäßig auf jeden Fall gut. 9 Steps, aber er zieht sich zurück. Geht in Deckung, wirft aber 3 Faces. Er hat Stamina Voodoo gemacht. Das hat er mir angetan. Minus 4 Speed. Minus 4 Speed. Das macht mir persönlich jetzt aber gerade nicht so viel aus. Ich gehe hier hin. Das wird mir dann halt von meinen Speed-Würfeln abgezogen. Ich kann jetzt natürlich 4 Speed zu allen Enemies oder auch zu ihm. Aber ich kann auch hier noch einen Zauber machen. Und dadurch, dass ich ja Plus-Würfel habe, dürfte das eigentlich klappen. Mit 5 haben wir es geschafft und haben unseren Dude hier nochmal gestärkt mit 2 Stärke. Ich weiß aber nicht, ob das für Fernkampf überhaupt jetzt so wichtig ist. Ich gehe mal bis nach hier vorne hin. Und schieße. Oh, das Ding geht nur gerade. Okay, das wusste ich nicht. Kacke. Oder geht das nur gerade? Moment. Nee, das geht nicht nur gerade, oder? Ich muss in den Raum reingehen wahrscheinlich. Jetzt ist sie... Ich könnte jetzt nach Fallen checken, den Raum. Aber da hier jetzt einer drin stand. Immer noch nicht. Verdammte Tat. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in Defense. Und schauen mal, was er jetzt zu bieten hat. Er geht auf jeden Fall weiter weg, er will sich entfernen. Oh, Mist, aber er macht wieder Stamina-Zauber. Ah, nee, Fail. Wir hatten 3 und er hatte nur 1 Face, also sind wir im Vorteil. Jetzt haben wir natürlich so blöd, hier hinten kann ich jetzt nichts mehr machen. Kyle Werner. Geiler Name. Okay, ja. Minion. So, jetzt kann ich aber hier hin. Jetzt müsste ich ihn aber abknallen können, oder? Ja. Schauen wir mal, wie gut wir werfen. Pinky hat 2, verdammt. Aber ich glaube, hier ist so ein Voodoo-Zauberer ganz allein. Ja. Aber ich habe mit ihm jetzt auch keine akkuraten Waffen dabei. Das heißt, ich latsche jetzt erstmal hier hin. Und gebe ihm nochmal hier einen Malus, wenn es klappt, ne? Schauen wir mal, wie wir würfeln. Success. So, Kollege. Jetzt ist die Frage... Warte mal, ich habe 11 Steps. Das heißt, ich kann mich erstmal hier ein bisschen zum Ausprobieren rumbewegen. Er kann nur gerade schießen. Warum kann ich nicht schräg schießen? Ja gut, es ist kacke jetzt, aber was soll's. Ich muss da hin. Hier drüben, von hier aus. Warte mal, ich habe ja genug Steps. 5. Von hier aus kann ich jetzt nicht gerade da runter schießen. Da ist zu viel im Weg, klar. Ja, dann muss ich jetzt mich... Au! Was ist passiert? Oh, eine Falle! Hätte ich den Raum auf Fallen gecheckt. Hier ist eine Falle, ich Idiot. Oh Gott. Versuche ich mal seinen Malus wegzuzaubern. Braucht dringend richtige Waffen. Mich verwirrt immer, dass er... Aber wir dürfen unseren Piratenkapitän nicht aufgeben. Ich brauche nur einen Step, Junge.
Warum latsch ich in die Falle und er nicht? Ach, da ist ein Knopf auf dem Boden oder so noch, ne? Oh, lecco mio. So, jetzt aber. Ich hab 3, glaube ich, ja. Na, endlich. So, der Sniper-Dude, der hat wahrscheinlich den höheren Intellekt, ne? Das heißt, wir versuchen mal Lockpicking. 1, 2, 3 Faces. Und, hat geklappt, oder? Ja, Success, geil. Sehr geil. Oh, hier ist noch ein neues Tambourin drin. 6 Speed. Okay. Ja gut, 6 Speed brauche ich jetzt im Moment noch nicht. Da finde ich das hier ein bisschen besser gerade, weil das Stärke gibt. So, grab all. Keine Steps mehr, finish. So, dann würde ich sagen, gehe ich mal jetzt erstmal mit dem Iceman los hier. Ey, was soll das mit der Falle? Ich dachte, die wäre schon längst. Oh, jetzt ist sie diffused. Ich wollte eigentlich hier die Kiste öffnen. Ich dachte jetzt, wenn die einmal ausgelöst ist... Na toll, okay. So lernt man dazu. So lernt man durch Schmerz natürlich dazu. So, dann wollen wir mal hier öffnen. Eine Fackel. Lights up the room. Also Linksklick ist anscheinend direkt ausrüsten. Die Fackel packe ich mal ein, dann leuchtet es nämlich, glaube ich, wenn die ausgerüstet ist. Ne, der hat ja noch eine Hand frei, das heißt, in dunklen Räumen haben wir eine Fackel dabei. Man kann pro Move nur eine Sache machen. Also man kann laufen und einen Dings öffnen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mit Sniper mal hier hin und versuchen die Kiste, obwohl die war nicht verschlossen, einfach open, hä? So, was haben wir denn da drin? Keine Special Effects, common at weapon hand right. Transfer to the Iceman. Ach so, okay, da könnte ich jetzt. Moment, was kann denn die Waffe? Wo hat er die jetzt drin? Wo kann ich denn? Ich würde halt gerne sehen, was die können. Kann ich irgendwo sehen, wo die... Die macht nichts, ne? Keine Special Effects. Damit sehe ich, was genau die macht. Jetzt kann ich mit ihm eh nichts mehr machen. Dann gehen wir erstmal hier hin. Ich würde gerne mein Inventory gucken. No Special Effects. Ja, also... Ich würde gerne sehen, was macht jetzt mehr Schaden oder so. Das würde ich jetzt gerade gerne sehen. Aber das kann ich mir hier nicht anzeigen lassen, ne? Das heißt... Die sind dann relativ standardmäßig unterwegs, denke ich mal. So, öffnen wir mal die Tür mit dem Iceman. Betreten den Raum und checken auf Fallen. Success. 2 Fallen wurden gefunden und wurden dementsprechend auch defused. Okay. Da waren so Bodenstacheln und wieder hier an der Wand irgendwas. Jetzt ist die Frage, muss ich hier eigentlich überhaupt rein? Noch sehe ich hier nichts. Also es kann sein, dass der eine Raum jetzt schon das Dings war, ne? Das ist jetzt dann ein kleiner Dungeon. Die sind auch random generiert. Wir latschen jetzt nochmal nach hier hinten mit beiden. Falls sich da was im Dunkeln versteckt, damit wir wenigstens die Grundlagen drin haben. Weil ich wüsste gern, warum hier hinten dann überhaupt noch eine Falle ist, wenn jetzt hier eh nichts ist. Aha, aha, Moment. Ah, okay. Ne, aber das sind, denke ich mal, die Dinger, wo dann RNG-mäßig was sein könnte. Das heißt, das war's schon. Die große Truhe hier war schon das große Ende. Das heißt, wir können den Dungeon verlassen.
Are you sure you want to leave? Yes. So, hier so ein paar Schätze gefunden. Okay. Zurück zum Schiff. Und dann machen wir hier Feierabend, würde ich sagen. So, Holy Country of Happiness. Willkommen. In der heiligen Stadt. So, ich weiß gar nicht, wann das Spiel, wann wird es gespeichert. Immer, glaube ich, wenn man aus dem Dungeon rausgeht oder reingeht, ne, so, dann wird, glaube ich, gespeichert. Hoffe ich mal einfach. Normal Game Speed. Ach so, der geht dann auf doppelten... Ah, okay, verstehe. Open Game Menü. Ja, da kommen wir dann hier an. Na gut, Freunde, ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, erfolgreichen und nicht ganz so seeluftsalzigen Tag. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.